Führer. Dann ist die 9. Armee verloren. Soll mit der 12. Armee die Sache unterstützen. Aber mein Führer, die 12. Armee marschiert nach Westen. Ist das Feiglinge, Verreiter, Versager! Dann entblößen wir die Westfront. Ich habe mich klar genug ausgedrückt. Sofort! Parat! Man müsste die ganze Luftwaffenführung sofort aufhängen! Zu der ich heute den ersten Drehtag habe. Der Russe steckt 12 Kilometer vom Stadtkampf, um sich zu autorisieren, behauptet er, ich wäre krank! Ich werde noch, sofort! Der schleicht er dann gleich wieder ab. Wenn er sich ohne Befehl entfernt hat, ist das Fahnenflucht! Verrat! Aber mein Führer, die 12. Armee marschiert nach Westen, Richtung Elbe. Nur um zu lernen, wie man Messer Gabel hält! Das ist die Rolle von Hermann Göring. Suchen Sie ihn! Ich will Federn sehen! Heute bin ich nur angekommen, sage, bin ich zu spät. Allein auf mich gestellt! Ganz Europa erobert! Um einfach aus Berlin wieder rauszukommen? Göring, man müsste die ganze Luftwaffenführung sofort aufhängen! Mein Führer, dann ist die 9. Armee verloren. In einem rücksichtslosen, mit aller Kraft geführten Gewaltschlag zur Rückwärts. Gefechtsstand, der flackern zu. Sie erwinden eine Eisenbahnbrücke über die Oder. Ach, Unsinn! Zeitpunkt ist da, wir sollten das Spektakel beenden. Bank! Soll mit der 12. Armee die Sache unterstützen. Das reicht! Von Jahren alle höheren Offiziere registrieren zu lassen, wie Stalin! Dann entblößen wir die Westfront. Mein feierleiner Befehl! Ich glaube! Ich habe mich klar genug ausgedrückt! Ich habe Berlin vor Jahren gegen die Roten erobert. Sie nennen sich Generale, weil sie Jahre auf Militärakademien zugebracht haben, nur um zu lernen, wie man Messer Gabel hält. Man müsste die ganze Luftwaffenführung sofort aufhängen. Ja, prächtig. Und wenn er sich gefangen hat, wie geht's dann weiter? Wir sind Soldaten. Wir haben unseren Eid auf den Führer geleistet. Das sind doch alles hohle Phrasen. Wir müssen jetzt handeln. Nicht das Feiglinge, Verreiter, Versager. Tun Sie, was Sie wollen. Das waren exakt seine Worte. Es wurden viele Fehler gemacht, seien Sie unerbittlich. Bank hat der Roten Armee absolut nichts entgegenzusetzen. Dann soll die Armee kehrt machen. Wir können den Gruppenführer fegen. Bist das Feiglinge, Verreiter, Versager! Na prächtig. Und wenn er sich gefangen hat, wie geht's dann weiter? Das ist der schlimmste Verrat von allen!